Nur weil sie Sinti waren, wurden sie ermordet, Opfer des NS-Regimes. Sie wollen die Erinnerung wachhalten, Ingold Reinhardt und Oskar Weiß, zwei Sinti, die im Kölner NS-Dokumentationszentrum ihre Familiengeschichten erzählen. Es waren 7 Geschwister zu Hause plus Eltern und mein Vater halt hat einziger überlebt. Der ist auch verhaftet worden, ist ins Lager gekommen, deswegen hat er auch diese Nummer. Er konnte aber fliehen und wenn er das nicht geschafft hätte, würde ich heute nicht hier stehen. Eine Ausstellung nicht nur gegen das Vergessen, sondern auch gegen heutige Diskriminierung, die Sinti und Roma erleben. Wir sind durch und durch, Köln und Deutsch. Und immer wieder zu belegen, für die es nicht haben, wissen wollen, was passiert ist. Das ist mal anstrengend, denen zu klären, wer wir sind und warum wir das alles hier machen. Der Gedenktag heute in Auschwitz-Birkenau, wo vor 78 Jahren in nur einer Nacht mehr als 4200 Sinti und Roma ermordet wurden. Ein wichtiger Tag auch gegen Rassismus, so der Vorsitzende des Zentralrats. Die Ablehnung gegenüber unserer Minderheit zeigt sich auch dadurch, dass ein Großteil der Minderheit ihre Identität im gesellschaftlichen Leben verbirgt, bei den Nachbarn, bei den Arbeitskollegen, allgemein in der Gesellschaft. Und darin zeigt sich, wie stark der Druck von Antiziganismus sich immer noch auf die Minderheit auswirkt. Sich das bewusst zu machen, das wünschen sich auch Weiß und Reinhardt, nicht nur an Tagen wie heute. Nur weil sie Sinti waren, wurden sie ermordet, Opfer des NS-Regimes. Sie wollen die Erinnerung wachhalten, Ingold Reinhardt und Oskar Weiß, zwei Sinti, die im Kölner NS-Dokumentationszentrum ihre Familiengeschichten erzählen. Es waren 7 Geschwister zu Hause, plus Eltern, und mein Vater halt hat einziger überlebt. Der ist auch verhaftet worden, ist ins Lager gekommen, deswegen hat er auch diese Nummer. Er konnte aber fliehen. Und wenn er das nicht geschafft hätte, würde ich hier heute nicht hier stehen. Eine Ausstellung nicht nur gegen das Vergessen, sondern auch gegen heutige Diskriminierung, die Sinti und Roma erleben. Wir sind durch und durch, Köln und Deutsch. Und immer wieder zu belegen, für die es nicht haben, wissen wollen, was passiert ist. Das ist mal anstrengend, denen zu klären, wer wir sind. Und warum wir das alles hier machen. Der Gedenktag heute in Auschwitz-Birkenau, wo vor 78 Jahren in nur einer Nacht mehr als 4200 Sinti und Roma ermordet wurden. Ein wichtiger Tag auch gegen Rassismus, so der Vorsitzende des Zentralrats. Die Ablehnung gegenüber unserer Minderheit zeigt sich auch dadurch, dass ein Großteil der Minderheit ihre Identität im gesellschaftlichen Leben verbirgt, bei den Nachbarn, bei den Arbeitskollegen, allgemein in der Gesellschaft. Und darin zeigt sich, wie stark der Druck von Antiziganismus sich immer noch auf die Minderheit auswirkt. Sich das bewusst zu machen, das wünschen sich auch Weiß und Reinhardt, nicht nur an Tagen wie heute.